Wenn ich am Smartphone bin, dann hänge ich meistens in Apps wie Instagram, YouTube, WhatsApp und Snapchat rum. Und ihr kennt es bestimmt auch, das kostet ziemlich viel Zeit. Gibt's denn vielleicht auch Apps, die uns helfen, Zeit zu sparen? Welche Apps nützlich sind und welche Apps vielleicht auch helfen können, den eigenen Alltag zu organisieren und so Zeit zu sparen, das habe ich mal meine Kollegen hier im Handysektorstudio gefragt. Mal schauen, was die uns zu sagen haben. Ich verwende TV Time, um damit den Fortschritt in meinen Serien zu tracken. Das heißt, ich weiß genau, in welcher Serie ich bei welcher Folge bin, egal ob ich die auf Amazon, Netflix oder im Fernsehen anschaue. Meine praktischste App ist eine Gitarrenstimm-App. Die habe ich einfach immer dabei und wenn ich bei Freunden bin und dann deine Gitarre rumstehen sehe, kann ich die einfach schnell stimmen und losspielen. Ja, ich spiele Handball im Verein und da ist es ganz geschickt, dass wir die Spieler Plus App benutzen. Da kann unser Trainer die ganzen Events einstellen, Trainingslager, Spiele und so weiter. Die Spieler können dann da drin zusagen, können absagen und gibt es nachher Statistiken, welcher Spieler wie oft im Training war und so weiter. Meine praktische App hat jeder sich vorinstalliert, kostenlos, und doch haben die meisten vergessen, dass es die gibt. Sie hat praktische Features wie ein Kontaktspeicher und bietet Sprachnachrichten in Echtzeit mit sofort Antwortgarantie. Die Telefon-App. Ich schaue auf Insta total gern Bilder von leckerem Essen an und da gibt es die App Captain Cook und mit der bekommt man jeden Tag super leckere Gerichte, die man ganz leicht auch mal nachkochen kann. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich muss mir jetzt auf jeden Fall mal ein paar nützliche Apps installieren und ihr, klar, Handysektor abonnieren.